Es ist großartig, dass du so viele Hobbys hast, aber es kann natürlich gleichzeitig auch super überfordernd sein, diese ganzen Hobbys unter einen Hut zu kriegen. Wie du das machst, das erfährst du in dem heutigen Video. Ich habe drei Tipps für dich, wie du es schaffst, 1000 Hobbys unter einen Hut zu bringen und zwei Tipps, was du besser bleiben lassen solltest. Wie immer findest du die Kapitel in der Videobeschreibung. Am Ende gibt es ein Hausaufgabenkapitel und ganz zum Schluss die Outtakes. Zuallererst, es ist natürlich super, wenn man viele Hobbys hat, aber denk doch immer daran, dass es wichtig ist, die Balance zu finden und dass es nicht irgendwie in Stress ausartet, wie das bei manchen von uns so ist. Da hat man dann die Klassiker, das sind 185.000 verschiedene Handarbeitsmethoden oder Basteldinge, die einen sticken und sie stricken und sie nähen und sie knüpfen und sie häkeln und sie klöppeln und sie, ach, was weiß denn ich was. Die anderen haben das Thema beim Sport. Da gehen sie joggen, da gehen sie schwimmen, da gehen sie wandern, da geht man im Winter Eislaufen, da geht man im Sommer wirklich ins Freibad und so weiter und so fort. Also es gibt doch verschiedene Varianten, wie wir alle 85.000 verschiedene Hobbys haben. Und der Schlüssel dran ist einfach, dass wir Freude an diesen Hobbys haben und nicht, dass das irgendwie in Stress ausartet und eine Belastung ist. Und deshalb, wenn du dich manchmal überfordert fühlst oder denkst, naja, irgendwie ist es mehr Belastung als Spaß, dann habe ich jetzt drei Tipps für dich, wie du damit besser umgehen kannst. Tipp Nummer 1. Setz Prioritäten, also priorisiere deine Hobbys. Was meine ich damit? Wir haben verschiedene Hobbys und das ändert sich auch immer wieder im Laufe der Zeit. Mal ist das eine Hobby aktiver, mal ist das andere Hobby aktiver. Und jetzt sagst du zu Recht, ja, das weiß ich auch und deshalb hebe ich alles auf. Aber identifiziere jetzt mal für den Moment, wenn dir alles zu viel ist, die Hobbys, die dir jetzt wichtig sind. Und bei denen du jetzt Freude hast und nicht die Aktivitäten, die vor 20 Jahren mal toll waren oder die vielleicht in 20 Jahren mal toll werden, sondern finde die Hobbys heraus, die dir jetzt die Entspannung bringen, die Ruhe bringen, die Freude bringen. Also ich meine, das ist das Ziel eines Hobbys, dass du Spaß dran hast und dass es dich irgendwo entspannt, dass es ein Ausgleich zum Arbeitsalltag ist, dass es dir Freude macht. Priorisiere und setze wirklich mal die in den Vordergrund, bei denen das alles zutrifft. Das kann und wird im Laufe des Lebens auch wechseln. Bei mir ist das zum Beispiel das Nähen. Ich habe Nähen als Teenager gehasst. Wenn wir in der Schule irgendwie was nähen mussten, ich so, ehrlich. Dann habe ich 20 Jahre später Kinder gekriegt und auf einmal so ganz klassisch angefangen, Babydecken zu nähen, Buchhüllen zu nähen. Ich habe sogar richtige, diese Knister-Flausch-Bastel mit Glöckchen drin, super Babybücher genäht. Das ging so weit, dass ich irgendwann angefangen habe, so nebengewerblich Dinge zu nähen für andere Eltern, die ich dann auf Flohmarktständen und so weiter verkauft habe. Jetzt sind meine Kinder mittlerweile Teenager. Ich nähe einmal im Jahr vielleicht. Also sagen wir mal so, ich besitze noch eine Nähmaschine. Dieses Hobby hat keine Prio mehr. Meine Tochter fängt jetzt langsam an, selber zu nähen. Also deshalb ist gut, dass ich die Nähmaschine noch habe. Aber alles andere habe ich aussortiert. Das heißt also wirklich, diese Prios für deine Hobbys, die können sich im Laufe des Lebens ändern. Das ist beim Sport ganz klassisch. Du hast immer einen Sport ausgeübt, du warst immer joggen. Irgendwann hattest du eine Knieverletzung. Dann kannst du vielleicht nicht mehr so gut joggen. Dann machst du halt ein anderes Hobby. Jetzt ist das Wichtige nur, du hast halt 185.000 Materialien rumliegen wahrscheinlich. Bei den Frauen sind es die Klassiker wirklich mit den Handarbeiten, das ist immer noch so. Und dann hebt man sich 3.000 Kilo Stoffreste auf, weil man sagt, irgendwann nähe ich da mal was draus. Nein, tust du nicht. Also wenn Nähen jetzt dein Prio-Hobby ist, okay, dann kannst du diese Stoffe gerne aufheben, dann verwendest du dir aber auch. Musst du dann aber wirklich die 30 Paar Stricknadeln, die hinter dir im Schrank liegen, die musst du nicht aufbewahren. Es wird nicht besser werden. Und jetzt kommt ja noch dazu, alle, die dann so immer am Aussortieren sind, wenn du jetzt Stricknadeln suchen würdest, bei Kleinanzeigen oder sonst wo, du kriegst die hinterhergeworfen, weil irgendwo gibt es eine Frau oder einen Herrn, der gerade sagt, nein, Stricken ist jetzt eben nicht mehr meine große Priorität, ich gebe diese Materialien ab. Und schwupps, hast du auf einmal von null auf sofort wieder alle Materialien, die du je gebraucht hast. Also Tipp Nummer 1, priorisier jetzt aktuell mal deine Hobbys,
Welche gehst du wirklich an? Welche pflegst du wirklich? Und welche sind nur von entweder ganz früher aus der Vergangenheit oder sind so erwartungsgemäß für die Zukunft? Von denen weißt du aber noch gar nicht, ob du sie überhaupt machen wirst oder nicht. Das ist ja nur ein so, wenn ich dann mal in Rente bin. Wie viel sind von euch in Rente und haben trotzdem 85.000 Hobbys, von denen sie früher gesagt haben, das mache ich mal, wenn ich Rentnerin bin, aber ihr macht sie dann doch nicht. Denk mal drüber nach. Tipp Nummer 2, jetzt hast du deine Hobbys priorisiert, dann erstell dir am besten einen Zeitplan. Plane deine Woche im Voraus und plane auch wirklich ein, wann du diesen Hobbys nachgehst. Das klingt jetzt so ein bisschen, das ist ja voll stressig, aber der Sinn dieses Videos ist dir beizubringen, wie du 1000 Hobbys gleichzeitig pflegen kannst. Und das funktioniert nur, wenn du sie priorisierst und wenn du anschließend einen Plan erstellst, wann du welches Hobby denn nun machen möchtest. Ich persönlich mache das zum Beispiel so, ich lese sehr gerne. Ich weiß, immer bevor ich ins Bett gehe, immer, egal wie spät es ist, ich lese noch 15 bis 30 Minuten. Ich lese meistens Sachbücher, aber ich lese abends vor dem Schlafengehen. An den Wochenenden sticke ich zurzeit zum Beispiel, weil, ich habe euch das in einem der letzten Videos gezeigt, mein großes Hobby ist die Kreuzstichstickerei. Und also zumindest zur Zeit. Und das mache ich eben gerne an den Wochenenden, wenn ich mal so meine Chill-Out-Phase habe. Wenn ich nicht gerade in der Stadtbibliothek rumhänge, dann sitze ich gerne hier und sticke einfach ein wenig. Oder du besuchst als Hobby gerne irgendwelche Museen oder planst kulturelle Aktivitäten, dann setz dir die doch aufs Wochenende oder irgendwann unter der Woche. Aber mach dir einen Zeitplan, weil sonst hast du wirklich diesen Effekt, du hast 1000 Hobbys, du planst die aber nicht ansatzweise. Das heißt, deine Woche geht vorbei und deine Woche geht vorbei. Und schaut mal, jetzt ist schon Ende Januar, beziehungsweise dann Anfang Februar. Und? Wie viele Hobbys von denen, die du eigentlich pflegen willst, hast du gepflegt? Nein, das geht so im Alltagsding runter. Man muss sich wirklich die Zeit dafür nehmen, wenn man diese 1000 Hobbys unter einen Hut kriegen will. Und deshalb ist es so wichtig, auch zu akzeptieren, dein Tag hat nur 24 Stunden. Hör auf dein Bauchgefühl und wenn du merkst, es ist zu viel, dann sind wir wieder bei Punkt 1, dann setz die Prioritäten anders. Hör wirklich auf dein Inneres, hör drauf, wie es dir geht und wenn du merkst, ich würde zwar gerne mehr sticken, stricken, nähen, was auch immer. Ich habe aber einfach nicht die Zeit dazu. Dann muss man das vielleicht auch manchmal einfach akzeptieren. Entweder du schaffst dir dann eben in deinem Zeitplan einen Slot für genau diese Handarbeit oder für genau dieses Hobby in dem Fall, oder du lässt es bleiben. Das ist Fakt. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 3. Akzeptiere einfach, dass es Phasen gibt. Und dann wechsel deine Hobbys auch in Phasen. Kommen wir nochmal zum Beispiel zu meinem Kreuzstichsticken. Das ist im Sommer witzigerweise ein super tolles Hobby, obwohl man das drinnen ausübt. Aber im Winter ist das Licht einfach Grotte. Im Winter wird's, wenn ich die Zeit zum Sticken hätte, dann ist draußen schon dunkel. Außer vielleicht jetzt am Sonntagmorgen um 11. Aber da mache ich meistens was anderes. Das heißt, ich sticke abends und dazu ist es im Winter einfach zu dunkel und dann hat man nur dieses ganz normale hier Kunstlampenlicht. Also ist für mich das Thema Sticken im Winter eigentlich eher nicht so aktiv. Dafür ist diese Phase im Sommer. Das ist wie in der Waldorfschule. In der Waldorfschule hast du im Gegensatz zur Staatsschule Epochenunterricht. Da hast du 3 Wochen lang Geschichte, da hast du 3 Wochen lang Mathe, da hast du 3 Wochen lang Physik, was weiß denn ich. Und genauso kann das in deinem Leben mit den Hobbys wechseln. Dann sagst du, okay, ich habe jetzt mal 2 Monate als Prio 1 das Sticken. Ich habe jetzt mal, weil Sommer ist, 6 Monate lang als Prio 1 Sportart Rennrad fahren und im Winter kommt es bei Regen und Eisglätte nicht so gut. Da gehe ich dafür Langlauf-Ski fahren. Das ist zum Beispiel auch so ein Klassiker. Die Sportarten, die wechseln dann. Also versuch doch deinen Hobbys einfach ein bisschen mehr Tiefe zu geben, indem du sie wie im Punkt 1 priorisierst und dann im Punkt 3. Aber akzeptierst, es gibt einfach verschiedene Phasen, es gibt einen Jahreszeitenablauf und davon kannst du auch das Ausüben deiner Hobbys abhängig machen. Und dann musst du dich nicht schlecht fühlen. Du musst dich dann nicht schlecht fühlen, wenn du sagst, es ist jetzt Winter, ich bin ein halbes Jahr lang nicht Rad gefahren. Das ist noch einleuchtend. Aber kaum eine Frau sitzt da und sagt, es ist jetzt Winter, ich habe jetzt ein halbes Jahr lang keine Zeit zum Stricken gehabt. Ja, aber dann ist doch okay. Macht es doch im Sommer. Jetzt kommen wir aber auch zu den 2 Tipps, die ich nicht empfehlen kann. Und was ich gar nicht empfehlen kann, ist Multitasking. Es gibt Menschen, die empfehlen dir dann, ja, verbinde doch 2 Hobbys.
Hör doch beim Joggen einen Podcast. Oder lern eine Sprache, während du liest. Naja gut, du könntest jetzt sagen, ich möchte Englisch lernen, also lese ich englische Bücher, da macht es ja noch Sinn. Aber ich zum Beispiel, ich lese gerne Sachbücher über verschiedene Themen. Und wenn ich da daneben hier noch irgendwie eine Sprache lernen soll, wie soll denn das gehen? Dann müsste ich wirklich dann muss ich ein Buch zu dieser Sprache lesen. Allerdings bedeutet das dann wieder für mich, das ist dann mehr so das Hobby Sprache lernen und nicht das Hobby Lesen. Versteht ihr, was ich meine? Also es wird einem wirklich gerne empfohlen, mach doch Multitasking, verknüpfe mehrere Hobbys, sticke, während du ein Hörbuch hörst. Das kannst du machen. Die Frage ist halt, selbst ich, wenn ich einen Podcast höre, ich mache mir da immer Notizen dabei. Ich kann da eigentlich gar nichts anderes nebenbei machen. Wenn ich Sport mache, mache ich Sport, dann konzentriere ich mich auf mich, dann konzentriere ich mich auf meinen Körper. Ich bin auch eine von den seltsamen Leuten, die im Fitnessstudio nicht irgendwie mit Ohrstöpseln im Ohr rumhängen und sich irgendwelche komische Musik hören. Im Fitnessstudio wird sowieso Musik gespielt. Dann konzentriere ich mich wirklich zu 100% auf mich und auf das korrekte Ausführen meiner Fitnessübungen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Sachbuch lese und mir da Notizen mache, dann kann ich persönlich, das ist bei jedem natürlich auch wieder anders, ich kann da maximal so super leise Musik, Klassikradio oder sowas hören. Aber selbst da muss ich echt aufpassen, dass es mich nicht ablenkt. Multitasking ist absolut übel. Und jetzt habe ich einen Tipp für euch, das hat nämlich auch was mit dem Thema Effizienz zu tun. Was ist effektiv und was ist effizient? Ja? Wenn du zwei Dinge parallel machst, dann ist das meistens nicht effizient, weil du dich dann auf keines richtig konzentrierst. Und wenn du gerne Sachbücher liest und mehr zum Thema Effizienz wissen möchtest, dann kann ich dir empfehlen, ein kleiner Werbeblock für mein eigenes Buch, das Ludwig-Prinzip, dank Ordnung und Effizienz, endlich stressfreier leben. Es gibt da hinten, wie du siehst, im Regal noch, ich glaube, 15 Exemplare sind das von diesem Buch. Wenn du eines signiert haben möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail an die info@angelaludwig.de, dann kriegst du das zugeschickt. Du solltest mir in die E-Mail allerdings deine Anschrift schicken, sonst weiß ich nicht, wohin ich das Buch schicken soll. Die Rechnung liegt da normal dabei, das kostet irgendwas um die 15 Euro, je nach Versandkosten. Und dann kannst du dir auch nochmal da in Ruhe durchlesen, wenn ich 1000 Hobbys unter einen Hut bringen will, was ist denn dann überhaupt noch effizient? Also was bringt mir das dann überhaupt noch und macht mir das nicht mehr Stress und Druck, als wenn ich sage, nein, ich konzentriere mich einfach nur auf ein paar wenige Hobbys und das vielleicht immer im Jahreswechsel oder im Dekadenwechsel oder wie auch immer. Aber wie gesagt, Multitasking ist nicht effizient, deshalb kann ich das nicht empfehlen. Das Zweite, was ich nicht unbedingt empfehlen kann, ist das Thema Ziele setzen. Also das ist witzig, weil normalerweise bin ich ja jemand, der sagt, was ist dein Ziel? Du solltest genau wissen, was du willst und warum und was ist deine Vision und was sind deine Ziele. Beim Thema Hobby finde ich persönlich, kann das durchaus zu viel Druck aufbauen. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Stickbild und jetzt zeige ich euch das nochmal, weil ich weiß nicht, ob jemand das letzte Video gesehen hat. Bei mir sieht das so aus, das ist dieses Bild und ihr seht, da ist noch ordentlich viel Platz frei. Also man kann sich vorstellen, wie groß das dann irgendwann mal werden soll. Ich habe das vor 3 Jahren oder sowas angefangen, weil ich halt meistens nur im Sommer sticke. Wenn ich jetzt sage, mein Ziel ist, diesen Bilderrahmen in, keine Ahnung, 3 Monaten fertig zu sticken, dann kann ich das natürlich machen. Die Frage ist jetzt nur, ey, Alter, entspannt mich das dann noch? Ich mache das doch, damit ich entspannt bin, damit ich runterkomme. Ich mache das nicht, um mich auch noch mit meinem Hobby extra unter Druck zu setzen und zu stressen. Also liegt dieses Ding seit ungefähr 3 Jahren da. Es entspannt auch total, weil ich sage, oh ja, immer wenn ich mal Zeit habe, da habe ich mir nämlich keinen Zeitplan gesetzt, liebe Ladies, aber das ist mit Absicht so. Immer wenn ich dann Zeit und die Lust habe, dann sticke ich an diesem Ding rum. Das macht mir aber keinen Stress, sondern es entspannt mich. Jetzt gerade ist zum Beispiel wieder so eine Zeit, wo ich fast jeden Abend an diesem Bild sitze. Also Fehler Nummer 2, mach das nicht. Sag dir lieber, ich lese gerne Bücher, ich möchte dieses Jahr was lesen, statt ich muss dieses Jahr 20 Bücher lesen. Jeden Monat 2 Stück oder was auch immer. Ja, und wenn du es dann nicht schaffst, dann fühlst du dich schlecht. Und es geht hier doch nicht um Arbeit. Es geht bei der Work-Life-Balance um das Life und nicht um Druck aufbauen mit Hobbys. Also fassen wir das Ganze doch nochmal in einem Hausaufgabenkapitel zusammen. Was wären jetzt deine Hausaufgaben? Hausaufgabe Nummer 1, du machst jetzt mal eine Liste aller Hobbys, die bei dir so rumliegen. Du schreibst auf, ich habe hier das Hobby
Fotoalben einkleben oder Fotos sortieren. Ich habe Stickmaterial, ich habe Strickmaterialien, ich habe Klöppelmaterialien, ich habe Blattgold, damit ich mal irgendwelche alten Bilderrahmen verschönern kann. Deine 185.000 Do-it-yourself-Projekte oder sonst was. Schreib das einfach alles mal auf. Welche Hobbys wie im Poesiealbum? Was sind eigentlich deine Hobbys? Sammel einfach alle Hobbys, die gerade so rumliegen. Ohne Prios, einfach nur aufschreiben. Hausaufgabe Nummer 2. Jetzt teilst du mal diese Hobbys in, ich sage jetzt mal, saisonale Blöcke ein. Du gehst jetzt durch diese Liste und schaust, ja, okay, Rennradfahren ist halt eher so ein Sommerhobby. Eislaufen ist nun mal ein Winterhobby. Sticken kann man im Winter und im Sommer machen, wie auch immer. Du versuchst jetzt diese Liste, die du hast, irgendwie in so saisonal zeitlich begrenzte Hobbys einzuteilen. Da gibt es garantiert welche. Es gibt auch welche, wo du hinschreiben musst, kann ich immer machen, kann ich immer machen, kann ich immer machen. Aber versuche das mal in Schritt Nummer 2. Und jetzt suchst du dir aus beiden Rubriken, also einmal aus diesen saisonalen und einmal aus diesen immerwährenden, so 3 bis 5, nimm einfach eine Zahl, mit der du dich wohlfühlst, 3 bis 5 Hobbys, suchst du dir aus jeder Rubrik raus, die für dich jetzt die absolute Top-Prio haben. Du kannst dir vorstellen, das ist wie wenn du als Schulkind ein Poesiealbum bekommen hast und dann hieß es, meine Hobbys sind. Da schreibst du auch nicht 85.000 rein, da schreibst du die 3 bis 5 rein, von denen du sagst, ja, das sind wirklich meine Lieblingshobbys. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt ein Bewerbungsschreiben rausschicken und dann steht drunter sonstige Interessen. Was sind deine sonstigen Interessen? Und schreib jetzt nicht drauf, Handarbeiten, sondern mach wirklich kleine, was für Handarbeiten denn? Brech das mal runter. Und dann such dir diese 3 bis 5 Hobbys, die für dich jetzt wirklich eine große Priorität haben. Und jetzt kommt Hausaufgabe Nummer 4 und das ist die, die jetzt ziemlich weh tut. Du verkaufst oder verschenkst alle anderen Sachen, die du nicht brauchst. Also wenn du weißt, okay, ich habe für den Winter 5 Hobbys, ich habe für den Sommer 5 Hobbys und ich habe noch 5 Hobbys, die eigentlich immer während laufen, dann hast du 15 verschiedene Hobbys. Du hast aber Material für 35 verschiedene Hobbys, dann verkauf die anderen 35. Verkauf die Sportgeräte, die du nicht mehr verwendest. Verkauf alle Handarbeitsmaterialien, die du nicht mehr verwendest. Denn sei dir bewusst, selbst wenn du in 5 Jahren oder in 10 Jahren dieses Hobby wieder ausüben möchtest, du kriegst die Sachen nahezu hinterhergeworfen. Jetzt gibt es natürlich wichtige Komponenten, zum Beispiel nochmal von vorhin das Thema Nähen. Ich habe auch alle Stoffe aussortiert. Ich hatte da nur noch so einen ganz kleinen Stoffreste-Block oder eine Tüte, wo ich gesagt habe, okay, die da voll bleiben. Das ist so ein, genau bei mir war das so eine Unterbettkommode, also so ein Kasten, den du unter das Bett schieben kannst. Da habe ich gesagt, so viele Stoffreste darf ich noch aufbewahren. Und das waren wirklich welche, wo auch mein Herz dran gehangen hat, weil ich die aus irgendwelchen England-Urlauben oder was weiß ich woher mitgenommen hatte. Und die Nähmaschine habe ich auch behalten, weil da habe ich gedacht, das wäre jetzt blöd, wenn ich die einfach irgendwo verkaufe. Ich schaue, dass ich einen Platz dafür habe. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, die durften dann einfach gehen. Also im 4. Schritt, Hausaufgabe, sortierst du einfach den Rest aus und du verkaufst ihn oder du verschenkst ihn. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Hobbys, mit was auch immer du machst und werd dir einfach mal ein bisschen klarer. Denk an die Hausaufgabe Nummer 1. Du machst jetzt wirklich eine Liste und schreibst mal alle Hobbys auf. Du kannst damit auch so durch dein Haus gehen oder durch deine Wohnung und schauen, was liegt denn hier rum, was liegt denn hier rum, was liegt denn hier rum. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann freue ich mich natürlich, sofern noch nicht geschehen, wenn du ein Abo da lässt. Das kostet nichts im Gegensatz zu vielen anderen Hobbys. Lass einfach ein Abo da. Du findest den Button direkt unter diesem Video. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit den restlichen Videos. Viel Spaß beim Aussortieren und beim Aufschreiben deiner Hobbys und beim Priorisieren und dann natürlich beim Ausüben. Dann sind wir wieder bei Punkt 1. Dann setz nochmal die Oder du hast das Hobby. Oder du hast das Hobby. Ich kann da eigentlich gar nichts nebeneinander machen. Ich kann da eigentlich gar nichts nebeneinander. Wenn du auch gerne Sachbücher liest. Also nimm die Zahl, die für dich am wohlfühligsten. Nimm die Zahl, bei der du dich am besten am wohlfühlst. Nimm einfach eine Zahl, bei der du dich wohlfühlst.